und schön, dass ihr am Start seid. Mit mir in Aachen. Wir testen heute den wohl aktuell viralsten Spot in Deutschland. Krusty Slices. Kuss geht raus an den guten, ich zähle jetzt nur mal ein paar auf. Also bei TikTok, überall auf sämtlichen Plattformen viral. Bei YouTube unter anderem auch schon Randy Gamble da gewesen. Rohat da gewesen, Maestro da gewesen. Und das Ding soll einfach mal maximal scheppern. Und davon wollen wir uns überzeugen. Was machen wir überhaupt, wer draufgeklickt hat, ohne den Titel zu checken oder ihn nicht gelesen hat? Was eigentlich unlogisch ist, dass ich wieder eigentlich nur Scheiße laber. Wir testen die Croissant-Pizza. Vom, wie ich sagen würde, aber das fragen wir nochmal selber, vom deutschen Franchise-König. So sieht's aus. Wir sehen uns gleich. Da vorne. Wir sind direkt nach Eröffnung da. Der Laden gerade aufgemacht. Da vorne sieht man schon, ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Da ist auch mein Kollege Jasko, ist auch da. Der kommt nicht aus Aachen. Hier ist alles gut? Ach nein, ich habe ihm eben schon erzählt, ich habe mir zweimal in der Fahrt im Schlafen auf die Zunge gebissen. Nehmen. Zeig mal. Boah, die sieht echt schlimm aus. Das war ramponiert. Wir haben Ennis hier am Start, das ist der Franchise-Macher. Na, ich habe eben dich angekündigt als, du musst mich aber korrigieren, wenn das nicht stimmt, der deutsche Franchise-König. Kann man das so sagen? Kann man so stehen lassen. Ja. Geil. Geil. Also Ennis, du hast ja Wall Donuts, hast du aufgezogen, großgezogen. Ja, ja. Und wenn ich mich nicht täusche, es gab keinen, der in so kurzer Zeit so viel Welle gemacht hat, dass halt so viele Läden hochgezogen hat wie du. Genau. Aha. War niemals so geplant, hat sich wirklich organisch so entwickelt. Ja, ja. Und jetzt bei unserer neuen Reise wollen wir einiges besser machen, einiges optimieren. Geil. Und streben aber diesmal was ganz anderes. Und das kam nicht von ungefähr. Du wirst ja sicherlich nicht vorher Kfz-Meister gewesen sein oder so, ne? Ich bin tatsächlich davor aber auch jetzt nicht Bäckermeister, Konditor oder irgendwie sonst was gewesen. Es ist einfach die Leidenschaft, die mich antreibt. Wirklich. Geil. Ich hab den Laden jetzt seit über einem Jahr angemietet. Ich habe seit 4 Tagen auf. Ja? Das sagt alles. Seit vier Tagen auf. Ein Labor, wo ich am Entwickeln bin. Ach, du hast jetzt seit 4 Tagen auf? Ich bin seit 4 Tagen auf. Ach, dann waren die Jungs vor Neueröffnung mal nicht schon bei dir. Ach so, jetzt check ich das ja. Ihr Füchse. Dann bin ich aber wenigstens der Erste nach Neueröffnung, der da ist. Ja, genau. Richtig. Okay, geil. Und es ist einfach nach Name ist Programm. Croissant, Krosse, wie Pizza. Slices. Okay, wollen wir mal reingehen, einmal gucken? Natürlich, komm. Geil. Traum, ey, Traum. Also ich sag dir vorher schon, nichts Süßes gibt es heute. Ne? wenn du jetzt angenommen... Nee, aber wie nichts Süßes oder unser Dubai Specialist? Nee, ich darf nicht. Mein Essen, ich bin zuckerfrei, also süßigkeitsfrei, schon seit Monaten. Okay. Ja. Du siehst direkt auf einen Blick, wirklich kurz und knapp, es ist eine krasse Übersicht direkt. Wir haben nur 4 Pizzen zur Auswahl. Ach, es sind nur 4 Pizzen? Es sind nur 4, weil alles in Handarbeit entsteht. Mhm. Wir stellen alle Soßen selber her, wir stellen die ganzen Toppings selber her und jede einzelne Pizza wird in filigraner Handarbeit hergestellt. Es ist eben nicht einfach draufklatschen. Du siehst die ganzen Linien, du siehst, wie die Senfkaviar positioniert ist in entsprechenden Abständen, wie die Kräuter draufgelegt sind. Alles ist komplett so berechnet, dass ich sage, optisch gesehen ist es für mich die perfekte Croissant-Pizza. Mhm. Und das geht eben nicht, wenn du 10, 12 Pizzen anbietest. Das kannst du den Mitarbeitern auch nicht beibringen. Wir nehmen... Darf ich mich da eine Ja. Du musst Signature Pastrami nehmen und dann nimmst du eine, die so ein bisschen normale. Dann nehme ich erst die normale. Wir nehmen erst mal 2 Pizzen und dann nehmen wir 2. Runde die Beilagen und dann nehmen wir noch mal eine Pizza-Runde. Okay. Da kann man nicht nach hinten erst durchkommen, Ennis, ne? Wenn du willst, ohne Kamera, guck kurz rein, was da abgeht. Also nicht, dass du jetzt von nebenan von Bäcker Franz auf einmal so eine Tüte mit Croissants steht. Ich sag ja, ohne Kamera, guck rein, was abgeht. Okay. Mach die Kamera aus, komm rein. Na gut, ich mach aus. Ich weiß nicht, ob ich diesen Witz bringen darf. Wenn ein Auto anhält, aber steigen 20 Leute aus. So sieht das hier aus, ey. Du siehst alles in Handarbeit, alles erschreckt. Hier backen wir. Ich habe vielleicht ein Beispiel besser für die Zuschauer, wenn man irgendwie so eine Drohreportage guckt und auf einmal gehst du hinten in normalen, ist eine Schneiderei und auf einmal stehen 20 Leute und packen ab. Genau so. Ja. Jungs, ey. Müsst ihr auch Taschen lernen danach, dass ich kein Croissant eingepackt habe? Habt ihr Croissant an den Taschen, Jungs? Viel Spaß bei Runde 1. 2 Pizzen. Wir testen alle Pizzen bei Happy Slice, wollte ich gerade sagen. Wir testen alle Pizzen bei Krusty Slice und auch noch 2 Beilagen. Oh geil, das ist auch eine schöne Verpackung, ne? Ist das wichtig für ein gutes Franchise, eine schöne Verpackung auch? Hat nichts mit dem Franchise zu tun. Ich bin einfach ein absoluter Perfektionist. Aber wenn man das macht, du willst doch bestimmt irgendwann noch machen. Branding ist alles. Branding ist alles. Hier haben wir jetzt unseren Burrata. Ja. Ne, mit dem Hibiskus-Gewürzkomplex. Ja. Getrocknete, anschließend eingelegte Tomaten. Ja. Dann haben wir unsere hausgemachte Basilikum-Pesto. Oh, stark. Quasi der Klassiker Italiano pur. Dann haben wir hier unsere Halal Bio Pastrami, Senfkaviar, wieder unser Gewürzkomplex und eine hausgemachte Honig-Senf-Mayonnaise. Beides auf unserem 30% Butter beinhaltenden Croissant. Genieß. Ich werde testen. Ich gebe dir gleich Feedback, Ennis. Bis gleich. Danke, danke. Ach, das ist heftig, Leute. Das ist wirklich so. Auch wenn du einen guten Koch fragst, jetzt zum Beispiel, wie man Kartoffelbrei macht. Das besteht quasi nur aus Butter. So. Also Butter ist eine Zauberzutat. 10.000er besser als diese ganzen Geschmacksverstärker-Tricks rein. Hau lieber ein halbes Kilo Butter rein. So wird das früher gemacht und so sollte das auch heute sein. Ach, hier können wir stehen bleiben einfach. Boah, das sieht so krass aus, ey. Heftig, einfach heftig.
wie ein Brett in der Hand. Ja, man könnte ja meinen, so Croissant, da steckt ja viel Produktentwicklung hinter. Ich habe vom Kollegen gehört, 1,5 Jahre war, glaube ich, dabei mit Produktentwicklung. Du kannst natürlich kein Croissant nehmen, was jetzt auseinanderfällt. Verrücktes erstes Feeling. Du hast tatsächlich Pizza-Vibes. Eher so in die amerikanische Pizza-Richtung, aber du hast so einen leichten, latenten Pizza-Vibe und folgt dann, wie wenn man vom Bäcker, es ist irgendein Gebäck, was ich vom Bäcker kenne. Aber tatsächlich nicht Croissant. Jetzt wäre natürlich, oh, Holle, du hast der Offenbarer der Geheimnisse. Nee, es ist irgendein Gebäck, was ich vom Bäcker kenne. An Croissant hätte es mich jetzt erstmal nicht erinnert. Jetzt wird es saftig von innen. Außen ist es echt richtig kross, also das heißt vorne an der Spitze, wo sich natürlich das Krosse bündelt. Da ist es sehr kross, wahrscheinlich ein bisschen zu kross. Und in der Mitte wird es dann schön weich. Und das erinnert wieder auch an so ein typisches Gebäck und auch wieder nicht an Croissant. Woher kenne ich das? Also es gibt diese typischen Blätterteiggebäcke, die haben in der Mitte so eine richtig weiche, beinahe so saftige, nasse Konsistenz, wo du reinbeißt und es einfach, ja, es wird feucht. Es wird feucht, das ist auf jeden Fall sehr gut. Saftig, drücken wir es so aus. Wagen mal einen Blick rein. Guckt euch die feine Struktur an. Du merkst die Luftigkeit, du merkst sie. Pastrami klingt nach. Dieser Senfkaviar habe ich jetzt noch nicht so gemerkt. Jetzt aktuell merkt man hier an der Stelle relativ viel Teig im Verhältnis doch zum Pastrami. Mayo knallt hinterher. Wir nehmen Nummer 2. Bei dem werde ich jetzt mal hinten gleich anfangen. Wagt euch noch einen Blick darauf. Nicht wundern, ich fange diesmal hinten an, weil ich da auch unbedingt wissen will, weil bei diesem Produkt ist sehr essentiell, wie viel Raum nehmen die Belege an, wie viel das Croissant. Das wird zum Schluss auch das sein, was das Ergebnis sehr beeinflussen wird. Sehr geil mit der getrockneten Tomate. Du merkst die Butterigkeit, das ist wirklich unendlich butterig. Sehr feines Handwerk, also geil gebackener Teig, geil gebackener Teig. Basilikum Pesto, heftig, schön ölig, man sieht es hier nochmal. So wie Pesto sein muss. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ist es eine Pizza oder ist es ein Croissant? Definitiv ein Croissant. Der erste Biss, wie gesagt, das hatte so Pizza-Vibes ganz am Anfang. So flashig rein, rechnest du auch mit Pizza. Und dann geht es eher in die Croissant-Richtung. Aber Croissant mit einem Pizza-Belag. Aber beim Teig irgendwie kommen da Pizza-Vibes rüber am Ende des Tages nicht mehr. Nee, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern ihr sollt wissen, was euch erwartet, wenn ihr hier ist. Geil, butterig. Wir gehen in Runde 2, sehr bekannt auch für deren Maiskolben frittiert und so ganz dünne Fries. Dann testen wir nochmal eben die letzten 2 Kreationen. Erstmal viel Spaß bei der Beilagenrunde. Wir werden jetzt erstmal die Fries bestellen und dann geben wir Gesamtfeedback. Ich glaube, wir geben Ende das Gesamtfeedback. Erstmal die Fries und die Maiskolben. Das ist eine uigurische Soße nach uigurischem Geheimrezept und die Fries. Gehen rein, ey. Geil sieht's aus, ey. Schöne Fäden. Da hat man fast einen, den Maiskolben hier, guck mal. Und Mayo ist auch noch mit drauf. Gibt es tatsächlich nicht sonderlich viel zu sagen. Maiskolben hat einen leichten Crunch von der Panade. Parmesan, guten Taste, ist ein rundes Ding, aber da gibt es jetzt nicht special viel zu sagen. Jetzt hier den hier. Boah, das erinnert mich an diese Chips von, es gibt so Mini-Chips-Sticks. Boah, den knallt man sich hier mit dem Pastrami zusammen. Die sind wild. Man muss ja immer Ehrlichkeit walten lassen. Der Maiskolben hat mich nicht so sehr geflasht. Ich weiß nicht, ob ich mehr erwartet habe. Ich stehe auch sehr auf dieses Basic, einfach ein saftiger, geiler Maiskolben. Hat jetzt hier den Parmesan-Touch noch mit bei, war geil. Aber aufs Ganze hat es mich nicht so sehr... Aber aufs Ganze hatte mich der Maiskolben nicht so sehr geflasht. Hier, das ist Kindheit. Das sind diese kleinen Mini-Sticks-Chips aus der Chips-Tüte. Nur halt, dass du hier Pastrami drauf hast, geile Soße. Weicht das Ganze ein bisschen auf, diesen Kaviar-Senf. Ganz leichte Rauchnote, super Ding. Habe ich auch so noch nirgends gesehen. So eine dünne Chips-Pommes, nenne ich es jetzt mal. Die sind stark. Wir gehen in Runde 3. Wir nehmen die Soße, ich habe die Soße ganz vergessen. Die nehmen wir gleich für Runde 2 für ein Slice. Und jetzt kommt das letzte Slice, bin ich sehr gespannt. Ennis, mein lieber Scholli, ey. Oh, geil, ey.
ordentlich Wucht drin. Man kann ihn echt gut essen. Und ich muss eins jetzt schon mal sagen, Quali von den Dingern merkst du 1A. Weil dieses Pesto da drauf, diese Croissants, die Qualität von dem Produkt ist on point. Du merkst die Butter, du merkst diese feine Handwerkskunst bei diesen Croissants und du merkst generell auch beim Pesto, bei diesen Tomaten und so, es kommt alles sehr, sehr hochwertig rüber. Sehr, sehr hochwertig. Jetzt gucken wir mal hier. Da wird wieder der Pizzageschmack getroffen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich, das ist wieder der erste Biss von vorne. Den ersten, wenn ihr euch erinnern könnt, beim ersten Slice, habe ich auch von vorne gemacht. Und das ist dieser Rand-Taste. Der Rand von einer Pizza. Aber allerdings muss man da sagen, wenn er ein bisschen zu kross geraten ist. Und jetzt in diesem Fall mit wirklich einem klassischen Thunfischcharakter von einer Thunfischpizza. Gut gemacht. Das war wieder der typische Pizzacharakter. Guck mal hier nochmal. Weltklasse Soße. Also du hast dieses, ich nenne es mal Pulled Beaver, es gibt sehr viele verschiedene. Das, was man teilweise auch auf dem Döner drauf macht, hast du einen richtig herben, bei einer Paprikaartigen, scharfen Charakter hat. Und das hast du hier dann auf der Pizza drauf, nur in flüssig. Richtig, richtig geil. Die Soße ist Welt. Also die flasht mich hart, die Soße. Dass wir das eigentlich reinkippen können. Guck mal hier. So will ich das. Thunfisch super im Fokus. Das wird irgendwie verarbeiteter Thunfisch sein, denke ich mal, mit, weiß nicht, einer Milchzubereitung drin. Also kein glatter Thunfisch, wenn ich es jetzt so ausdrücken darf. War mega heftig. Sehr geil. Beginn zur Bewertung mit dem guten Ernest. Kuss. Erstmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, für alles. Ne? Danke dir für deinen Besuch. Mega geil hier und Respekt, dass du hier immer selber stehst. Ich höre schon, du stehst jeden Tag hier und schaust das alles beim Rechten. Das ist ein Produkt, was mit Leidenschaft und Liebe entstanden ist, in über einer einjährigen Entwicklungsarbeit. Und jetzt kann ich das Ding nicht einfach loslassen. Gerade beim Essen habe ich mir einen neuen Werbeslogan für dich übernommen. Ja, und ich könnte wetten, das ist auch der Slogan, der wird hier stehen, wenn ich weg bin, spätestens nach 2-3 Tagen. Der Slogan ist, halt dich fest, vielleicht kannst du ihn weiterführen, Krusty Slice macht den Schwanneck steif. Ist gut, oder? Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, also das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Also zu dem Produkt Ernsthaftigkeit zurück. Ihr wisst, immer kurz muss einmal die Situation gelockert werden. Für mich erstmal die stärksten Produkte. Für mich die stärksten Produkte sind die Fries. Die italienische Variante mit Burrata. Thunfisch-Variante. Die drei Varianten sind für mich absolut Endgegner. Ja. Und ich habe eben auch schon gesagt, du schmeckst in jedem Biss die Qualität. Das ist das Wichtigste für mich. Du kriegst für diese drei Varianten 8 von 10 Punkten von mir. Hammer. 8 von 10. Das Einzige, was bei mir leichter Abfall ist, weil du weißt, ich achte auf alles. Was heißt du weißt? Ich weiß gar nicht, ob du meine Videos guckst, aber ich achte auf alles. Ja, da hat mir dieses Verhältnis, was durch die Saftigkeit bei dem Pesto und so ein bisschen, das Verhältnis von Teig zu dem Belag, lag bei dem Pastrami so ein bisschen, wo ich mir mehr Pastrami noch drauf gewünscht hätte. Bisschen mehr Pastrami, Belag, deshalb da 7 habe ich gegeben. Und für diesen Kolben da, das hat mich irgendwie nicht so abgeholt, eine 7 von 10 gegeben. Geiles Ding, ne? Freut mich sehr. Das ist für mich eine super Bewertung. Bist du zufrieden? Na klar, bei einem Kritiker wie dir. Geil, Digi. Danke. Ich sehe es wahrscheinlich immer noch enger als alle anderen. Aber das ist gut so. Dann weiß ich sogar, dass ich noch krasser jetzt daran arbeiten kann. Digi, aber das ist schon wirklich, Leute, ihr merkt in jedem Biss, selbst die Bewertung schmerzt mir, weil ich immer gerne 9 von 10, 10 von 10 geben würde. Aber ihr merkt so krass die Qualität. Allein die Butter, dieses feine Handwerk. Wenn du das Video sehen wirst, wird dir einer abgehen. Dann ist der neue Name an Dings des Programmland. Geil, Digi. Dankeschön, Bruder. Kuss. Vielen Dank. Dankeschön für deine Bewertung. Danke auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liebe Grüße an alle. Schaut mal rum hier, macht euch selber einen Eindruck. Immer selber einen Eindruck machen. Und ja, lasst einen Daumen oben scheppern und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.